So, herzlich willkommen in der Folge, wo wir den König zum Fallen bringen. You rise, only to fall. So. Habt ihr das? Nein. Wir hatten es ja fast einmal geschafft, aber ja. What? Ich lass mich sterben. Auch habe ich schon mal gesagt, ich kann immer noch nicht ver. Ich glaub dir nicht, dass du in Dark Souls mal durchgespielt hast, ne? Ja, sicher, aber wieso hältst du so viel aus? Ich krieg 2 Schüsse ab und bin tot. Vielleicht, weil ich auch eine schwere Rüstung habe. Was hast du denn für Rüstungswerte? Boah, warte, wo war das? Ich habe Rüstung 150. Okay, ich habe 120, ne? Ja, wie gesagt, das ist halt der Unterschied zwischen leichter und mittlerer Rüstung. Ich habe auch Belastung dafür auf Mittel. Ich hoffe leicht. Siehst du? Habt ihr da? Aber ich will halt meine Rüstung nicht weggehen, weil ich ja auf Fähigkeiten spezialisiert bin. Unter uns befindet. Ich habe eine Fähigkeit. So, mit den 20 Tränken sollte es jetzt auch reichen. Kristalle. Na, einmal muss ich mein Gewehr noch verbessern, wo ich gewonnen habe. So, neue Gegner spawnen. Ja. Du holst jetzt dein Schwertchen raus. Er ist aber auf mich fixiert, ne? Digga, ich weiß immer noch nicht. Sind ja noch alle tot? Ja. Von neuer, oder? Ja, er geht heilen. Ich weiß, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Und platziere dann hier oben dein Heilfeld sofort. So, ich bin schon weg. Nehmen wir schon mal. Nehmen nochmal so ein Tränkchen. Oh. Er geht wieder hoch, um sich zu heilen, auch. Ja, ich muss mich verheilen. Steht gleich wieder auf. Ist irgendwas gespawnt? Ne, alle Waffen sind nachgeladen. Komm, steh auf, du Motherfucker. Gegner spawnen. Gegner spawnen. Okay, er geht auf mich. Nehmen. Dornrüstung aktivieren und auf die Fresse mit dir. Kristalle. Geht zum Heilen. Kannst du eine Heilfläche platzieren? Er ist tot. Aber okay.
War doch nicht so schwer, ne? Ja, jetzt ging's ja. Labyrinthschlüssel haben wir. Königsmörder. Kritischer Trefferschaden. Alter, was ich gerade alles hier bekomme. So, na, ich warte noch lieber im Teamwork. Ich will jetzt erstmal auf Erholung gehen. Dass ich das jetzt auf 3,75 habe. Oh, jetzt generiert sich das schön schnell. Puh, Aura leckt mich am Arsch. Schauen wir uns mal das Herz an, das wir bekommen haben, oder? Herzlich. Wo ist denn das? Der ewige Herz. Ja, die zur Herstellung von einer mächtigen Waffe. Okay, dann würde ich sagen, jetzt können wir hoch durch das Portal, ne? Also, jetzt fast gar nicht so schwer, ne? Also... Ja, ja, weil jetzt habe ich die Kristalle gewonnen. Also gegen Nahkampf. Ich immer zwei Schuss. Ich bin auch schön seine Angriffen. Seinen Angriff bin ich auch schön ausgewichen. Jetzt hat sich das angeschaut. Ich weiß wirklich jetzt nicht, was das Problem war. Ja, also. Ich habe einfach. Ich bin permanent oben am Podest stehen geblieben. Ich habe ganz den Schaden, den mir wieder verursacht hat, habe ich wieder dagegen geheilt. Also, siehst du, mit dem Protest dagegen zu heilen und dann noch draufzuschlagen, wäre echt keine schlechte Idee. Das hat's richtig rausgehauen. Dann würde ich sagen, dass wir zurückgehen, ne, um die Waffe anzuschauen. Jetzt können wir auch noch dann das Gebiet hier klären. Aber wir es wahrscheinlich nicht mehr machen müssen. Da wir jetzt den Schlüssel schon haben. Ach, das ist wahrscheinlich so wie bei der Tänzerin. Du kannst entweder Jorn besiegen und kommst dann nach direkt hin oder tötest die Frau einfach so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich ihm das Herz gegeben oder hätte uns einen Schlüssel gegeben. Oder er wäre durch das Herz stärker geworden. Er hat ja, ich hätte aber wirklich er hat das Herz geholt und ihn dann ist nicht gegeben. Er hat ja nur andere Angriffe gehabt. Diese Kristalle, seine Sprung-Attacke, dann wo er noch auf dich reinsäbelt danach und dann diesen schweren Schlag. Der schwere Schlag war ja am einfachsten, um den auszuweichen. Bis im Sumpfgebiet finden. Huch, wollte ich gar nicht. Was jetzt? Ja? Verschwende nur nicht meine Zeit. Oh. Falls der Zauberwirkende nach dem Aufladen stirbt, wird er mit 50% Gesundheit wiederbelebt. Der Spieler erleidet außerdem 10% weniger Schaden und ist 5 Sekunden lang immun gegen Statuseffekt. Das ist eine Fähigkeit. Das ist Mod. Mod, okay, den brauche ich eigentlich nicht, aber ich kaufe mir trotzdem. Hä, wenn du stirbst, wirst du wiederbelebt. Ja, ja, aber ich habe Granatwerfer und Heilung lieber als das. Sind wir hier fertig? Die Waffe ist der Zerstörer. Aber die kostet Kristalle und ich will jetzt lieber ich will das Rachenherz jetzt aufwerten. Ich habe jetzt Kristalle dafür. Ich will die Waffe. So, das ist eine Waffe. Ich dachte, das ist ein Mod. Ja, Waffe mit Mod. Ich habe viel. Ist eine Sniper, oder? Das scheint so. Aber ich habe das Drachenherz lieber aufgewertet. Statt mir die Waffe zu holen. Du hast wieder bloß 50% des Lebens. So, hast du mit der Dings schon gesprochen, damit ich mit der reden kann? Habe ich gerade. Ich habe jetzt 5 Herze. Mach ich auch. So, dann werde ich jetzt nochmal die Waffe jetzt aufwerten. Auch wenn sie Kristalle kostet, aber ich muss trotzdem. Denn ich finde die Fähigkeit total geil mit dem Strahlungsschießen. Siehst du, selbst in Borderlands spiele ich nur mit Strahlungswaffen. Das hat auch irgendwas zusammenzuhängen. Das. So, die Bestie im Sumpfgebiet finden. Der ewige König will mir nicht weiterhelfen, solange er mir nicht das Herz einer bestimmten Bestie aus dem Sumpf geholt hat. Er erwähnt ja nicht, wie ich es finden würde, aber da schien diesbezüglich nicht sonderlich besorgt. Siehst du, das können wir trotzdem noch die Quest machen, weil wir jetzt reingegangen sind in das Gebiet. Mhm. Ach, das war schön, mal einen starken Boss zu haben. Ja. Dein Bruder geht wieder ab im Hintergrund. Oh. Ja. So, was level ich jetzt? Mehr Rüstung? Ich brauche jetzt für alles dieses komische geschmiedete Stahl. Davon habe ich nicht so viel, deswegen spare ich das mal wieder. Ich
Ich habe jetzt lieber meine ganzen Kristalle verwendet, um meine Gewehrpistole zu verbessern. Nein, ich finde es total geil. Jawohl, ich bin einfach. Aber ich glaube, aber ich muss ehrlich sein, 20 Tränke zu kaufen war eine schlaue Wahl. Ich habe jetzt 3 benutzt im Kampf. Und es hat mir vielleicht ungefähr ein komplettes Drachenherz gespart. Also für Leute, die wollen, wie man den ewigen König easy besiegen wird, ihr braucht nur einen Heiler und einen Nahkämpfer und dann eine schöne Heilung aus Protest stellen, während man auf ihn reinknallt. Du weißt ja schon, dass du als Nahkämpfer auch die Heilung kaufen kannst. Ja, aber ich heile mich also nur so per Schaden. Ich heile mich aber nur. Ich heile mich auch so, weil wenn ich mit einem Nahkampf zuschlage, ist das Schöne. Deswegen haben wir da oben auf dem Protest die kleinen Vieh auch 0 Schaden gemacht, weil ich mich ganze Zeit dagegen geheilt habe. Plus deiner Heilung. Aber ich werde diese Ausdauererholung nicht höher schrauben. Ich habe es jetzt 3-mal verbessert. Ich bin damit komplett zufrieden. Es heilt sich schneller. Das kann man leider nicht verbessern, oder? Warum willst du noch mehr Schaden bekommen? Ja, ja. 400%. Touché, ah, würdest du sagen. Die verfolgt irgendwas. Oh, die Pistole ist so geil, ne? Ich lieb die. Meinst du die Strahlenpistole? Vor allem die Ulti, dann schießt sich halt. Dann ist jede Kugel so eine fette Strahlenwaffe. Endlich mal Kisten zerschlagen. Aber jetzt kommen wieder Farmen, ne? Ich meine, wir haben 2 Folgen damit nur verschwendet, einen Boss zu töten. Ist das eigentlich ein Selbstmörder oder? Oh, hier ist ein. Nicht. Ich glaube schon. Oh, das war sogar wieder ein Simulacralium, ne? Damit man das Drachennetz verbessern kann. Oh. Ich glaube, ich sollte die Uzi mal weggeben, aber ich habe einfach keine bessere Secondary. Nimm die Pistole, die ist total geil. Also du kannst ja die Heilung nicht rausmachen. Ja, aber dann habe ich keine Heilung mehr. Wie viele Kisten es hier gibt, ey. Ich werde jetzt hier Blut überschüttet einfach. Ist das die Belohnung? Ich könnte halt den Mörser, den Granatwerfer rausgeben. Das Spiel ruckelt bei mir gerade, das ist so krass, ne? Wie sieht's bei dir aus? Normal, eigentlich nicht. Und bei mir schon. Ziemlich stark sogar. Oh. Boah, da kann ich nicht durchschießen. Ich würde nicht mehr. Bam! 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 Boah, wo haben wir denn her? Kannst du deine Heilfläche platzieren? Ja, mach ich. Also hier ist drauf. Oh, das ist ein stärkerer hier, ne? Rüstiger, breitiger Power, meine Waffe. Der ist immun gegen Strahlung. Nee, aber generell immun gerade. Ach so, okay. Du musst dich mit Nahkampf treffen, glaube ich. Was ist in den Kisten nichts drin? Ich fand es trotzdem nicht schlecht, dass ich mir 20 dieser Tränke geholt habe. Habe ich sie mal wieder wenigstens. Irgendwie muss man sich ja irgendwie hochspielen. Ich habe noch 5. Ich bin gespannt, ob das Spiel jetzt noch so in die Richtung geht, wo man ein bisschen noch Farben für Level oder allgemein noch. Hier ist wieder so ein Tor. Oh, hier bräuchten wir den Schlüssel. Aber lass uns da nicht reingehen, oder? Weil wir wissen ja, dass wir da noch nicht reinkommen würden, wenn wir den Boss nicht gekillt hätten. Ich will ja wenigstens mal öffnen kurz. Oh, das passt perfekt. Ja, warte mal, jetzt könnten wir in den Labyrinth sogar nochmal zurückgehen, die ganzen Türe jetzt öffnen, ne? Türe. Ja, ich weiß. Ich glaube, deswegen machen wir das ja. Puh, ach, Aura, das Spiel ist so groß. Es gibt so viel zu tun. So viele Wege zu erforschen, so viel Unerkundes. Wir dürfen das halt gar nicht vergessen, ne? Dass wir noch von dem Labyrinth noch durch die 2 Türe durch können. Aber das ist wahrscheinlich auch erst nach dem König. Ich finde es gut, dass es alles sehr optional ist.
Nee, ich glaube, ich werde doch noch mal eins in Erholung reinskillen, ne? Ich bin doch noch nicht ganz zufrieden damit. Hier waren wir schon. Oh Leute. Ich hab eine Aktion gerade gehabt. Aua. Geht damit, wenn du das. Der hat einen Fernangriff gerade gehabt. Das ist eine Aktion, wenn das Geht damit, wenn. Ich hab den Quicktime-Event. Mich voll überrascht. Ist die Waffe, Bastard. Oh, ich bin fast tot. Kannst du ein Feldchen platzieren? Oh, ganz hinten ist auch noch einer. Da hinten. Zwei Schaden verursacht. Da ist auch noch einer. Jetzt müssen wir halt erst noch den Baum finden, ne? So, hallo. Ah, wo gehen wir nur lang, Aura? Hinter dir. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hab nicht mehr so Money. Aua. Sorry. Aber besser als dass die drei dich getroffen haben. Zwitten, Unterschied. Ich glaube, das kritische Trefferchance, das werde ich nicht skillen. Das sind die gelben Zahlen, oder? Weil die roten sind ja Kopfschüsse. Der rote ist halt auch Critical Hit, das Kopf ist. Nachländer brauche ich auch nicht. Ausdauer würde ich auch noch hochschrauben von 3,75 auf 5%. Komm, mach ich das. 5% und dann kommen die nächsten 3 Skillpunkte dann alle in Teamwork rein. Ist das der Plan? Wir teilen uns auf. Bei mir gibt's eine Tür. Oh. Ja, bei mir ist ein neuer Gegner. Dann haben Magier. Es kommen auch welche zu dir, von meiner Seite aus. Mistviecher. Ihh. Das steht aus zwei Körperteilen. Das ist eklig. Er ist am Boden. Das hat nur nicht sterben, ne? Endlich vorbei. Wenn wir uns aufteilen. Sag mal, wenn du den Boss gefunden hast. Wir müssen ich habe eine Tür gefunden. Hast du die mal geöffnet? Die ist, also du weißt schon, einfach schon Weitergang. Der gelb leuchtet. Achso, okay. Bei mir geht es halt auch noch sehr weit. Ich traue mich hier nicht weiterzugehen, so wirklich. Ich komme eh schon zu. Liegt irgendwas Lilienes? Du musst ja keine Angst haben. Ich glaube, mir geht's nicht mehr weiter, so wirklich. Alter, es hat mich trotzdem getroffen. Push it. Du hast impossible that he hit me. Kein Platz. Stein des Kummers. Ich lese mir schon durch. Da. Erhöht nach allein von Schaden 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit um 25 und Nachladegeschwindigkeit um 50. Das ist doch genial. Kann ich auch Revolver rausmachen? Ja. Weil Revolver macht Nachladegeschwindigkeit nur um 20%. Ja, aber das ist ja nur allein.
Ja, wenn du nicht Schaden an Lippen hast. Ja. Und das nur 3 Sekunden lang. Na, na gut. Alle Taschen voll. Bei den manchen Schaden, bei manchen Arten von Schaden bist du ja erstmal 3 Sekunden lang gestunt. Vielleicht ist es ja stapelbar. Okay, bei mir geht's nicht mehr weiter, es geht jetzt bei dir weiter. War jetzt hier bei Leimer. Ach, hier wo ich jetzt bin? Ja, ja. Da kam ich gerade, da habe ich die Kette gefunden. Ach so. Das ist miteinander verbunden. Ja. Aber hier liegt noch Munition, das kann ich gut mitnehmen. Ich finde es aber gut, dass wir jetzt trotzdem noch, dass wir trotzdem noch den Boss hier töten dürfen, obwohl wir jetzt den König besiegt haben. Wahrscheinlich auch nur, weil ich sagte, er soll das Tor für uns öffnen. Aber den ersten paar Versuchen war es noch zu. Ich hätte diesen Boss die beste Idee im Wald gekillt und dann das Herz nicht gegeben und es so mitgekriegt würde. Na, ich bin mir was. Ist das da hinten? Weiß ich nicht. Das Meer kommen. Ja. Es leuchtet komisch, irgendwelche Portale, hä? Lass mal hingehen, nicht wahr? Wir sind jeder Bedrohung getrotzt. Wäre das jetzt hier Dark Souls 4, dann würde jetzt dieser Sumpf, das Wasser, alles nur solche Schaden machen, wenn wir hier durchlatschen. Ja. Wie in Dark Souls 1 unten in ganz unten am Abgrund. Ja, oder Dark Souls 3. Naja, mit den ganzen Spinnviechern, was das war. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge sicherlich noch einen Boss. Somit auf Wiedersehen. Ja.